Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Danke, dass du da draußen wieder einschaltest und danke an alle, die das letzte Video mit einer positiven Bewertung bewertet haben. Und wir sind in Feldcroft Rebellion. und werden hier erstmal die Sachen erkunden. Neue Handbuchseite, ein Brunnen. Währenddessen habe ich offscreen ein bisschen gezockt und ich habe. Ja, meh. Ich habe die Demigra-Statuen gesammelt. Heißt, wir haben jetzt den dritten Alohomora. Alohomora. Oh, lustig. Boah, da hält uns jetzt nichts mehr aus. Wir brauchen noch drei dataralische Schlüssel. Oh. Wir haben eine neue Herausforderung abgeschlossen. Handbuchseiten. Wie ihr seht, wir haben die in Hogwarts voll. Und sind jetzt gerade dabei, die letzten Hogsmeade und Umland zu sammeln. Es geht übrigens danach noch weiter. Mal, nur damit ihr da euch nicht die Hoffnung macht, ach, es muss nur noch 50 gesammelt werden. Nein. Aber kommt ja Hallo, leider durch die freut mich, Sie Rätsel immer noch kennenzulernen. welche. Willkommen in meinem Laden. Ich bin Bernard Njai. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, Bernie, Was was verkaufen Sie hier? vertickst du denn so? Hä? Irgendwas Cooles? Irgendwas, was ich gebrauchen Wonach steht kann? Ihnen denn heute der Sinn? Nö, kriege ich alles selber. Aber wir können wieder verkaufen. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Schön die Kohle, ja. Das macht doch einen Spaß, wenn es Geld regnet. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, was ich mit der ganzen Kohle machen soll. Ich könnte einerseits unseren Raum der Wünsche mal ausbauen, aber ich will mich da volles Rohr auf die Vivarien konzentrieren, damit wir bald Chinese Schauen Sie züchten doch gern können. jederzeit wieder vorbei. Ja, ich schaue mal lieber bei der Kiste vorbei, die du hier versteckst. Rebellion. Ist da drinne. Ah. Ich glaube, das ist wieder eine Mimik. Bist du eine Mimik? Nein. Aber es ist eine legendäre Truhe. Dann nehmen wir sie doch erst recht mit. Und da oben war noch was. Rebellion. Dachte ich. Oh ja, hatte ich sogar recht. Nur ein schlechter Umhang. So, wann wollen wir doch mal eigentlich die Hauptstory weitermachen? Und hier haben wir soweit alles. Hier ist noch eine Truhe, die nehmen wir uns noch eben mit. Die muss hier drin sein. Ja. Neuer Zauberstabgriff. Und dann zu Sebastian. Der übrigens von allen NPCs anders ausgesprochen wird und das voll verwirrend ist. Du bist hier. Genießt du die Aussicht? Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ja. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einer neuen Freundin aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück.
Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier lang. Wo lang? Du gehst vor, ich kenne mich hier nicht aus. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Das ist ein Haus? Muckelig. Aha! Sebastian! Wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh. Es war echt unangenehm, so daneben zu stehen. Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Kriegst du einen? Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Oh, diese Grafikglitsche sind herrlich. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzen sind schwer zu ertragen. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Nice. Ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst die neue Fünftklässlerin sein, von der Sebastian erzählt hat. Oh ja, hast du mir erzählt? Ich lernte Sebastian an meinem ersten Tag kennen. Im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ach, der Gemeinschaftsraum. Wie vielen Erstklässlern ich dort vorgemacht habe, dass ich am Fenster Nixon sehe. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel ehemaliger Auror ist, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmittel ist leider vergeblich. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Easy. Ich komme die Tage mal wieder. Gute. Ey, wo ist der? Wo ist der Scheißonkel? Da, ey, Arschloch. Der Junge haut mir den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sallow. Oh ja, Sebastians Freundin. Ich entschuldige mich für meine Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Es tut mir so leid. Wie ich hörte, konnten weder Schwester Blaney noch das St. Mungo Hospital helfen. Richtig. Mein Neffe glaubt, er weiß es besser als die Heiler. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, aber vielleicht täte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian.
Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Sebastian? Denken Sie an meine Stürmen Worte. Wir das Schloss. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Revolutioner. Wir gehen da jetzt hin, verprügeln die Kobolde und prügeln das Geheimnis aus denen raus. Dafür? Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ein Zufall, er hat sich auch für dich entschuldigt. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Ja. Geh vor. Wenn sie angreifen, prügeln wir. Der Schock, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Weißt du, ohne dich mit meinem Besen wäre ich viel schneller. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Mein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Confringo! Livioso! Ich bin ein Kobold, kein Spielzeug! Ich bin es! Findung! Confringo! Descendo! Confringo! Besonders klug zurückzukommen. Confringo. Das war dein letzter Fehler. Was? Schädige einen gefrorenen Gegner? Du bist nicht so gewirrt darin, oder? Ein lästiger Mensch weniger. Nein. Nein, falsch, falsch. Falsch. Das. Oh, Entschuldigung. Ring. Scheiße! Verdrückt. Naja, Hauptsache tot. Ich gebe zu. Das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Reparo.
Revelio. Uns ist es nicht zu hören? Nein. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein vorbeilaufendes Kind. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat. Und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall. Aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Ja. Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Komisch, dass das Ministerium nicht mehr tut. Das Ministerium. Es ist hier genauso unnütz wie 100 Jahre später. Zu Potters Zeiten. Zur Regierung. Revelio. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Revelio. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Alte Magie. Scheiß. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Reparo. Ich wusste es. Das ist aber, man hätte es da probieren können. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Die Erinnerung zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter haben mir auch andere Erinnerungen gezeigt. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch? Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ist alles ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, ich rede nicht von Quidditch. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zunutze machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern?
Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Auf jeden Fall haben wir beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an. Mhm. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob es etwas blockieren soll? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Revelio. Kommst du mit? Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Revelio! Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isidoras Reisen. Ein Tagebucheintrag von Isidora. Ich sollte ihn aufbewahren. Confringo! Incendio! Lumos! Oh. Du wirst es nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Nee, du. Kein Tagtraum. Da ist eine Krypta, da ist ein Spiegel. Spiegel, ne, Bims. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was das alles bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Das ist genau der Scheiß. Lass die Luft anhalten. Lumos. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Heilige Mutter Megasort. Wetten, das wusste er nicht? Ein Triptychon? Hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Ja, das sind diese alte Magierunen. Was Hilfreiches in der Nachricht? Ein Runensymbol. Bei den Hütern habe ich ähnliche Symbole gesehen. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter. Und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich konnte keine Spuren bei deiner Schwester entdecken. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts.
Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Nein. Ist es mit unserem Gemeinschaftsraum verbunden? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Erzähl das nicht, Professor Fick. Der hat gesagt, ich darf nichts sagen. So, hier ist mal wieder. Tschüssi. Triff mich bei den Ruinen von Schloss Falbart. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Vandalismus! Weißt du, wie viele leiden mussten, damit du ein wenig Spaß haben kannst? Auch Porträts. Okay, dann gucken wir mal. Gut, wir haben benötigt, wenn wir eine Leviosa haben. Besuch den Astronomieunterricht. Ja. Da haben wir noch 3 Schlüssel und warte auf Nachricht. wahrscheinlich, wenn ich die letzten Demigais gefunden habe. Die sind da nur noch im Umland jetzt. Ja, wir haben schon so viel. Im Astronomieunterricht. Im Schatten der Blutlinie. Das klingt brutal. Hier sind das dann, das ist halt die Suche nach dem letzten Hüter. Das ist halt unsere Hauptstory. Die suche ich offscreen. Da muss ich mal schauen. Sonst würde ich sagen, wir machen hier die Folge erstmal aus. Und sehen uns dann in der nächsten wieder. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingehockt.